Hallöchen alle zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Pets Hellgates 2 Valadurs Erbe. Beim letzten Mal passierte irgendetwas. Ich sag immer das gleiche, warum fange ich also immer wieder mit diesem Intro an? In der letzten Episode geschah, keine Ahnung, schaut doch einfach nach, ihr Spasten. Ja, was haben wir denn jetzt eingesammelt? Da laufe ich hier so random herum und da finden wir auf einmal ein Machtbuch des Schlüsselmeisters. Na sowas. Schauen wir mal rein. Das wird sicherlich irgendwo sein. Spiel ist mir etwas zu laut. Moment. Jetzt geht es. Ich will ja nicht, dass es rückkoppelt zu euch. Und der Status wird es wahrscheinlich nicht sein, aber hier haben wir ja schon eine Hilfe, ne? Moment mal, das ist eine Anfängerhilfe. Ich schaltete doch die Anfängerhilfe aus. Benutze den Cursor, mein Symbol zu markieren und bestätige deine Auswahl, um Informationen zu erhalten. In der oberen Leiste kannst du aus vorerst 4 Kategorien wählen. Stimmt. Dazu zählen deine Attribute, die Fähigkeiten, die dir deine gewählte Klasse gewährt, Kampfwerte und als letztes Resistenzen. Das steht ja auch da. Das ist gut so. Wir sind übrigens ein Zombie, weil wir am Anfang ganz bestimmte, Dinge getroffen haben. Wie, also das Schwert und der Magiestab und das Schild. Wir haben Entscheidungen getroffen, das wollte ich sagen. Genau. Und das hat auch teilweise ein bisschen Einfluss auf die Dialoge. Der liebe Geflügel hat mir da schon einiges vorgespoilert. Der böse Junge. Der empfindet das Spiel quasi als Skyrim 0.5, wenn man so möchte. Also es wird noch hübsch komplex, habe ich mir sagen lassen. So, also unter Attribute wollten wir es auf jeden Fall nicht sehen. Klassen? Ist ja klasse. Was ist, die Eigenschaft Assassinenausbildung ist noch nicht aktiviert. Sie bewirkt, dass du mit allen Waffen eine erhöhte kritische Trefferchance besitzt. Der Bonus beträgt 12%. Deine Intelligenz. Aha. Da haben wir irgendwie 4 Punkte drauf. Diese Eigenschaft ist auf dem Meisterrang der Fertigkeit Diebeskunst verfügbar. Okay. Aber wir haben ja noch... Nee, Moment. Die Eigenschaft hinterhältiger Angriff bewirkt, dass 35% deines Geschicks auf den Angriffswert angerechnet werden. Du siehst außerdem die Bereiche, in denen Gegner den Kampf beginnen. Das sieht irgendwie kontrastreicher aus als der Rest. Ist das aktiviert? Diese Eigenschaft ist bereits auf dem Grundrang der Fertigkeit Diebeskunst verfügbar. Ah, jetzt verstehe ich das. Also, wir sind im gesamten Dieb. Beziehungsweise können Diebeskünste erlernen. Und das ist Rang 1, das ist Rang 2, hier unten links haben wir Rang 3 und hier unten rechts haben wir Rang 4. Okay, verstanden. Den Rest müssen wir noch freischalten. Was passiert, wenn ich jetzt... Diese Eigenschaft ist auf dem Lehrlingsrang. Ja. Den werden wir dann wohl irgendwie erreichen. Ich wollte jetzt nicht ganz aus dem Menü, aber dann passt schon. Wir sehen uns auch mal den Rest an. Ich wollte auf Kampf. Ich ging davon aus, dass ich mit Escape wieder in die obere Reihe komme, aber wir können einfach hier wild herumscrollen. Hui! Deswegen verließen wir das Menü wieder. Ich Dummbatz! So, wir haben hier unsere Kampfstatistiken. Ich meine, Kampfzahlen. Level 1 Schaden, Chance noch auf. Mensch, so viele Zahlen. Dieses Spiel, es ist mir zu komplex. Hitze, Kälte, Licht, Schatten, prozentuale Verteidigungswert. Nee, die wollen nur absorbieren. Ah, aber das sind Resistenzen. Ja. Gegen Schatten besonders viel. Als Zombie ist das auch wünschenswert. Und wir absorbieren noch nichts. Okay, und hier ist natürlich nichts. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Wir haben den vollen Durchblick. Das war ja auch offensichtlich. So, Equip. Geflügel meinte zu mir, es gäbe im Trainingsraum, in dem wir uns nun nicht mehr befinden, ein Büchlein, das uns erklärt, wozu oder was die Eigenschaften dieser Waffen sind. Da können wir es natürlich nicht hin, wie ich gerade meinte, daher picken wir einfach mal irgendeine und meine Wahl fiel bereits auf die Axt. Also bleiben wir jetzt auch bei der Axt. So, dann haben wir noch den Rucksack und ich glaube, in den wollten wir auch.
Ja, unser Schlüsselschwert. Da können wir aber nicht hoch. So, wir haben hier, was haben wir vorhin eingesammelt? Ein Buch haben wir eingesammelt. Einzigartige Objekte vielleicht? Ja, quasi schon, aber es ist nicht das, was ich gerade suchte. Valadus Schlüssel, du musst deine alte Macht wiederherstellen, um alle Wege in Valadus Burg zu eröffnen. Aktuelle Ladungen 0. Man muss sich richtig mit dem Spiel beschäftigen, das ist ja unglaublich. Kurioses. Nein, das ist nicht. Schatzkarten. Oh, keine Schätze. Gib mir Schätze. Materialien, die sammelten wir vorher. Eintauschobjekte? Nein, natürlich auch nicht. Taschen und Inhalt. Mach ich das? Kleines Kraut mal 2. So ein Kraut heilt 20-40% deiner Lebensenergie. Das kommt auf die Fertigkeit Heilkunde an. Abhängigkeiten. Gefällt mir. Was ist das denn hier? Kleine Krauttasche mal 4. Daran wird ein kleines Kraut aufbewahrt. Und kannst du nicht mit. Okay. Riesige Krauttasche. Darin wird ein riesiges Kraut aufbewahrt. Ohne genug Taschen kannst du nicht viel davon mitnehmen. Haben wir jetzt 2 dieser Krauttaschen oder das. Oder bedeutet es, dass sich in dieser Krauttasche gerade 2 Kräuter befinden? Oder bedeutet es einfach nur nichts? Also wir haben ja 2-mal kleines Kraut und so. Anti-Gift-Tasche mal 2. Whatever! Ich wollte auf jeden Fall. Moment. Das ist die Notizleiste. Okay, Aufgaben. Schauen wir mal! Vielleicht werden wir heute auch noch weitermachen mit dem eigentlichen Spiel. Hauptaufgabe Hüter des Schlüssels. Sammle alle Schlüsselfragmente, um die Schatzkammer von Burg Valadur zu öffnen. Okay, das kann ich. Hauptaufgabe Unterbelagerung. Finde einen Weg, die Belagerung von Burg Valadur zu beenden. Das sollte ja eine Kleinigkeit sein. Hauptaufgabe Valadurs Erbe. Immer noch, also 3 Teilaufgaben. Finde die 8 Torjuwelen, mit denen das Vermächtnis von Valadur wieder aufleben kann. Okay, das klingt ja alles nach einem guten Plan. Dem werden wir uns nicht widersetzen. So, hier haben wir Zauber. Es ist zauberhaft. Lebenslied kostet 9 MP. Wer diesen Zauber ausspricht, kann die Lebensenergie der Gegner erkennen. Kann manchmal hilfreich sein, definitiv, ja. Aber kennen wir diese Magie jetzt schon? So, Gegner? Keine. Lehrer. Lehre, die uns was Neues beibringen? Den Aspekt des Falkens im Grundrang lehrt Hauptmann Stock. Aus dem Menschendorf im Paradiestal. Wer kennt es nicht, das Menschendorf? Toller Name für ein Dorf. Na gut, Elfensiedlung und Orkdorf oder eine Orkstadt. Menschendorf. Das passt schon! Den Aspekt des Falkens im Lehrlingsrang bildet die Miliz von Dorf Demeia aus. Okay, dann wissen wir auch, wohin wir müssen. Das ist auch schön. Das ist wirklich wie so ein kleines Skyrim 0.5. Schlüssel haben wir keinen. Rubin? Da ist was abgeschnitten. Rubine soll das wohl heißen. Okay. In dieser Reihe werden wichtige Erkenntnisse deiner Reise festgehalten. Ah, das ist die Hilfe zu der aktuellen Leiste. Man muss sich hier wirklich mit dem Spiel beschäftigen. Das geht doch nicht, das kann man nicht einfach so durchspielen. Völlig blind und alles ignorieren. Das ist eine völlig neue Erfahrung. Erstens Aufgaben, Informationen zu Zaubern, Informationen zu Gegnern. Aufenthaltsorte der Lehrer, Liste der Schlüsselfragmente. Erfolge. Yay, Achievement Get. Nahkampf. 5 Punkte. Ein Kampfstil im Grundrang erlernt. Ein Funken Hoffnung. 5 LPM. Nebenjob. 5 Punkte. Ein Nebentalent im Grundrang erlernt. Erfolge. Die Erfolge werden freigeschaltet, also einsehbar, sobald wir auf Erfolge gehen. Und dann werden uns die Punkte zugeschrieben. Sind also tatsächlich so etwas wie Achievements, über die wir dann Einsicht bekommen, wenn wir halt auf Erfolge gehen. Das macht mich irgendwie glücklich im Herzen. Ich habe Emotionen. Schauen wir mal, was das ist. Mensch, das Spiel ist echt gut. Und dabei haben wir noch nicht mal viel gespielt. Nahkampf, 5 Punkte, ein Kampfziel im Grundrang erlernt. Okay. Magietalent. Okay. Nice. Und wir haben noch so viel vor uns. 1005 Punkte. Die natürlich nicht all gleichwertig sein werden. Ist ja eine Vermutung. Ist das. Tja.
habe ich nur irgendwie dieses Buch übersehen. Oder es wird gar nicht aufgeführt und wir können es einfach so. Was uns das Buch lehrte, meinte ich. Ein seltsames Gewächs versperrt den Weg. Nicht mehr für lange, hoffe ich. Magie. So, wir haben hier verschiedene Magien. Oder so. Nein, ritz dich nicht. 1, 2, 3. Ach, das sind die Zauberstufen. So, ich will auf das Fragezeichen. Was heißt Fragezeichen? Was macht Fragezeichen? Ich nehme mal an, da wo sich ein Bild befindet, diesen Zauber beherrschen wir. Und da das dort rechts aussieht wie Heilung, und wir sahen ja bereits, wir können uns irgendwie heilen, wird das wohl Heilung sein. Logik 1x1! So, dann würde ich aber gerne mal auf Statistik. Statistik von Zert. Verstrichene Zeit 52 Minuten und 50 Minuten davon alleine im Menü. Punktestand 0, Schlüsselfragmente 0. Wir hätten wahrscheinlich sogar noch mehr Zeit in diesem Menü verbracht, wenn es noch so lahmarschig wäre wie damals. Ist es aber nicht mehr. Also mit damals meinte ich, damals, das habt ihr überhaupt nicht gesehen. Denn das war lange vor eurer Zeit, Kines. Zeit für einen Kampf. So, jetzt sind wir aufgeladen. Da achten wir mal auf das Schwert unten. Das wird sich sicherlich reduzieren, sobald wir zuschlagen. Wir schlagen einfach mal in die Luft. Ach ja, er macht Link-Geräusche. So muss man sich wieder aufladen. Okay. Kommt her, ihr! Das war mir da doch ein bisschen zu heikel. Okay. Wenn ich das richtig sehe, ist das folgendermaßen. Ich drücke jetzt. Achtung. Bap. Es gibt eine Schlagpause. Also kurz vor dem Schlag. Gut. Das ist wichtig. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Es fühlt sich interessant an. Wenn wir nur die HPs sehen könnten. Ja, verdammt. Mich würde auch die Reichweite interessieren. Let's try. Schnittelsende. Ja, bleibt mir dort mal in der Ecke. In der Ecke, sagte ich. Können die uns Schaden zufügen? Nein, die sind harmlos. Okay. Ja, steht direkt vor uns. Damit habe ich die Reichweite wunderbar ausgetestet. Okay, sie müssen sich direkt auf dem Feld vor uns befinden. Aber durch die Schlagpause können wir relativ schnell wieder flüchten, denke ich. Das vielleicht sogar besser abschätzen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin noch nicht ganz im Kampf drin. Hört auf herumzulaufen! Tötet euch doch einfach selbst! Bitte. Eigentlich können wir permanent gegen sie laufen. Die machen ja nichts. Loot. Da war irgendwie so ein Soundeffekt. Yay! Okay, wir müssen wirklich warten, bis er seinen Schlag wieder aufgeladen hat. Also wie in einem billigen Calvin-Rätsel. Calvin-Kampf. So, und da ist ihr Loot. Wir leider ließen nur zwei etwas fallen. Wunderbar, 6 Gold und 0 Sternchen. Total 6, 0 Sternchen. Och, Mello. Und ist das... Das ist zusätzliches Loot. Du hast dünnes Leder gefunden. Nun besitzt du insgesamt 2. Da. Sieh sie unter Materialien im Rucksack an. Okay, das können wir. Okay. Dünnes Leder. Daraus machen wir uns irgendwas ganz, ganz, ganz Tolles. Und das hier sieht aus wie ein Secret. Dieser Stein scheint eingegraben zu sein. Du kannst ihn nicht herausziehen. Wenn man nur über ihn drüber springen könnte. Ich glaube, da fehlt uns eine Fähigkeit. Ich will jetzt aber wissen, was das macht. Es macht Geräusche. Na sowas. Uns wurde eigentlich erklärt, wie man Magien einsetzt. Ganz am Anfang des Spiels. Leider habe ich die Hilfe abgeschalten. Andernfalls würde es uns sicherlich nochmal erklärt werden.
Früher oder später. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, ob man das Spiel so ein bisschen glitschen kann. Okay, man hat hier erst, also mit dem Map-Menü, man wird auf eine neue Map verpflanzt, sobald man es aufruft. Ja, hier bleibt man ja schon stehen, da kann man nicht viel glitschen, nicht wahr? Gut, gehen wir mal auf Statusens. Nee, das funktioniert nicht wirklich. Wir können es aber nochmal probieren. Nee, nee. Die Position lässt sich nicht wegglitschen. Oder ich bin einfach zu blöd dafür. Ich bin ja kein Herr Decay. Das ist ein kleines Kraut. Nun besitzt du insgesamt 3. Sieh sie dir unter Taschen und Inhalt im Rucksack an. Okay. Und wann kriege ich meinen ersten Pokéball? Rucksack.